Ein Hallo an alle Zuhörer, hier ist wieder der Callcenter Crusher. Die Firma, um die es hier in diesem Video geht, nennt sich Crest Capital und ist nicht, wie fälschlich von mir gesagt, eine DE-Domain. Allerdings ist sie auch nicht, wie vom Scammer genannt, über 8 Jahre alt, sondern sie ist erst im April 2022 registriert worden. Viel Spaß mit dieser Märchenstunde, los geht's nach dem Intro. Ja, bitte. Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wer ist da? Super. Marco Lange ist am Apparat. Ich bin Ihr persönlicher Kontomanager. Sie haben gerade die Anmeldung getätigt für zusätzliches Einkommen, nämlich mit Bitcoin, ja? Ja, das ist richtig. Wie war Ihr Name noch? Marco Lange ist mein Name. Ja. Okay. Gut. Super. Also, was ich Ihnen jetzt vorschlage, wir können uns ein bisschen kennenlernen, ja? Und ich erkläre ganz genau, wie alles funktioniert hier. Ja, dann erklären Sie mal. Super. Sagen Sie mich erstmal, ob Sie schon irgendwelche Erfahrung in solchem Bereich haben. Solchen Bereich heißt? Also Trading, Finanzmarkt, die Börse. Nee, da habe ich noch keinerlei Erfahrung. Keine Erfahrung. Okay, habe ich Ihnen verstanden. Vielleicht ist Ihre Arbeit irgendwie mit Finanzen verbunden oder so? Nein. Außer, dass ich Geld für meine Arbeit kriege. Aha. Darf ich fragen, was machen Sie beruflich? Na, so gut kennen wir uns ja nun doch noch nicht. Ich bin im Stahlbau. Ach so. Okay, habe ich Ihnen verstanden. Also ich frage einfach, damit zu verstehen, mit wem wir arbeiten, ja, ob Sie schon irgendwelche Ahnung haben und so. Naja gut, dann erzählen Sie doch jetzt mal über Ihre Firma, damit wir uns kennenlernen. Das ist ja immer beidseitig. Ja, klar. Also ganz einfach, was ist ein Finanzmarkt? Wir haben hier die Möglichkeit, mit verschiedenen Aktiven zu handeln. Sie haben nämlich für Bitcoin sich interessiert. Ja? Sie verstehen doch selber, dass der Preis von Bitcoin ändert sich immer. Und wir können das Geld verdienen auf dieser Bewegung. Ja? Und es spielt keine Rolle, ob Bitcoin steigert oder der Preis nach unten geht. Wir verdienen auf die Differenzen zwischen Preisen. Warum machen wir das? Eigentlich nehmen wir einfach eine kleine Provision. Das heißt, wenn Sie die Händel auf unserer Plattform öffnen, nehmen wir bis zum 10% Provision. Da Sie keine Erfahrung haben, was ich Ihnen jetzt vorschlage, ist die Arbeit mit einem persönlichen Finanzberater. Das ist eine zuständige Person, der hat schon die Erfahrung und er wird Ihnen zeigen, was Sie auf der Plattform machen müssen. Mit solcher Arbeit werden Sie bis zum 30% monatlich kriegen, ja, von dem, was Sie investiert haben. Das heißt, Sie investieren 1.000 Euro, nach einem Monat haben Sie garantiert bis zum 30%. Aber es kann auch mehr sein. Es kann sein, sagen wir, 100 in einer Woche. Sie verstehen selber, dass der Preis ändert sich immer, jeden Tag kommen irgendwelche gute Nachrichten. Und aufgrund dieser Nachrichten können wir auch mehr verdienen. Meine Frage wird sein, wie viel wollen Sie verdienen zusätzlich? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Ich möchte ein zusätzliches Einkommen haben. Das okay, und mit welcher Summe monatlich werden Sie sich vollfühlen? Ja, das kommt ja immer drauf an. Also das kommt ja auch drauf an, wie viel kann ich denn investieren überhaupt? Mhm. Also für die neuen Kunden haben wir die Möglichkeiten, eigentlich drei Optionen. Das ist 1.500 und das Minimum 250 Euro. Haben Sie mal gedacht, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Nee, das habe ich noch nicht. Ich weiß ja über Ihre Firma noch gar nichts. Mhm. Okay, kein Problem. Also schauen Sie, ein paar Worte über die Sicherheit. Ja? Das wird so aussehen, dass wir für Sie ein persönliches Konto öffnen. Das ist ähnlich zu einem Konto bei der Bank. Ja, Sie halten da Ihr Geld und dieses Geld lassen Sie arbeiten. Das ja. heißt, den Zugang zu diesem Konto haben nun Sie. Alle Händler werden Sie auch selber machen. Wir können dieses Konto nicht zugreifen. Ja, und wenn Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, das Geld brauchen fürs Lebensmittel oder damit Miete zu bezahlen, können Sie jederzeit das Geld von Ihrem Handelskonto auszahlen auf Ihre Kreditkarte oder auf Ihr Konto, ja, und für Ihre Bedarfe dann ausgeben. So funktioniert das. Ah ja, okay, also ich kann jederzeit auszahlen. Und wie Klar, wir haben solche Möglichkeiten.
Ja. Und wie kann ich einzahlen? Auf welche Art und Weise? Also, ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie eine Kreditkarte besitzen, dann können wir bei unserem Zahlungssystem diese Transaktion durchführen. Es besteht auch die Möglichkeit, bei Überweisung machen. Ja, wenn Sie auch, ich weiß nicht, irgendwelche Krypto-Wallets benutzen, dann besteht auch die Möglichkeit, mit Kryptowährungen die erste Einzahlung zu machen. Eine Kryptowährung habe ich ja noch nicht. Okay. Die möchte ich ja, die kann ich Dann. aber bei Ihnen kaufen, Kryptowährung. Klar, aber wichtig ist es zu verstehen, dass wir nicht nur kaufen können, ja, sondern wir prognosieren, wie sich der Preis ändert und dann öffnen eine Position, entweder auf Kaufen oder auf Verkaufen. Ja klar, Sie können auch einfach so kaufen und halten auf Ihr Konto, aber damit jeden Tag profitieren, damit ständiger Profit zu haben, machen wir, sagen wir, 4, 7 Händel jeden Tag. Und bei jeder Händel verdienen wir das Geld. Normalerweise zeigen unseren Kunden der Statistik 80% der erfolgreichen Trades. Das heißt, 8 von 10 Händeln, die sie öffnen, sind im Plus. Ja gut, aber ich möchte nicht auf Preise spekulieren, ich möchte langfristig, ich möchte Bitcoin oder andere Kryptos kaufen. Das ist mein Sinn. Und das deswegen mache ich, Okay, will Sie ich das wollten langfristig machen. langfristig machen, ja? Genau. Und eine kurzfristige Hände interessiert ihn nicht. Nee, nee, ich will langfristig haben. Welche Kryptos kann ich denn kaufen bei Ihnen? Also auf unserer Plattform können Sie alle möglichen Kryptowährungen finden. Und auch können wir Ihnen raten, weil wir arbeiten auch mit anderen Plattformen. Das heißt, Ihr persönlicher Finanzberater kann Ihnen Ratschläge geben, wo können Sie günstiger Krypto kaufen, für welcher Preis und so weiter. Ja, und er prognosiert, wie sich dieses Coin dann ändert wird in der Preis. Bitte, das war jetzt irgendwie nicht so zu verstehen. Ich meine, Ihr persönlicher Finanzberater, ja, er kann Ihnen raten, welche Coins können Sie kaufen und für welcher Preis. Ah ja, okay, das ist gut. Dann geben Sie mir doch einfach mal den Finanzberater. Das wäre doch schon mal ganz gut. Ja, das sieht so aus. Ich bin Ihr Kontomanager und ich helfe Ihnen erstmal, das Konto zu aktivieren, ja. Und sobald das Konto schon aktiviert ist, werden Sie zu einem persönlichen Finanzberater weitergeleitet. Und mit dem werden Sie schon täglich arbeiten. Ich dachte, ich hätte das Konto schon aktiviert. Das Konto ist aktiviert, sobald Sie die erste Einzahlung getätigt haben. So funktioniert das. Ja, aber ich weiß doch noch gar nichts über Ihre Firma. Warum soll ich denn gleich Und einzahlen, ich ohne dass zwinge ich Sie nicht, irgendwas über... jetzt die Einzahlung zu machen. Wenn alles schon klar wird, wenn Sie keine Frage mehr haben werden, dann können wir diese Einzahlung machen, ja? Nee, ich habe ja noch Mein Ziel Fragen. ist Ich es, damit weiß ja Sie noch sich gar sicher nichts über fühlen. Ihre Firma. Okay, welche Fragen haben Sie noch? Ja, wie, zum Beispiel, wie ist denn die, zum Beispiel, haben Sie eine Internetseite oder sowas? Genau, haben wir. Ja, gut, dann nennen Sie mir denn die doch mal. Die lautet Kreis Kapital. Das ist ein Brokername. Wie nennt sich die? Kreis Kapital. Buchstabieren Sie mal, das ist schlecht zu verstehen. Vielleicht haben Sie WhatsApp. Ich kann Ihnen einfach so einen Link schicken. Nee, ich habe Oder kein E-Mail. WhatsApp. Ich habe kein WhatsApp. Und die E-Mail-Adresse ludger.lussmann@gmail.com ist die gültige E-Mail-Adresse von Ihnen. Die ist richtig, ja. Super, dann schicke ich gleich einen Link und Sie können gerne einfach so öffnen auf Ihrem Handy oder am Rechner. Ja, Okay? natürlich. Dann Und schicken wir Sie mal werden und dann zusammen reden. anschauen. Genau, und dann kann ich ja Fragen stellen, wenn ich die bekommen habe. Ne? Dann bleiben Sie so lange Ja. dran, schicken Sie sofort los und dann kann ich Fragen stellen, wenn ich Ihre Webseite weiß. Super. Ich habe schon E-Mail zugeschickt. Bitte überprüfen Sie Ihre. Nee. Ah. So. Ah ja, okay, jetzt habe ich das. Gut, das ist also eine Webseite aus Deutschland. Hallo.
Hallo. Hallo. Hallo, sind Sie noch da? Wollen Sie nicht mehr mit mir reden? Was soll denn das? Hallo. Ich höre Sie nicht. Also wenn Sie nicht mehr mit mir reden wollen. Hallo? Ja, hallo, hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie, ja. Super. Also, haben Sie meine E-Mail erhalten? Die habe ich erhalten, ja. Wunderschön. Also, Sie sind gerade auf unserer Webseite, richtig? Nee, bin ich jetzt noch nicht. Ich habe nur erstmal die E-Mail Ach so. angeguckt. Alles klar. Gut, und wie gesagt, da habe ich noch mal ein paar Fragen dazu, logischerweise. Ja, welche Fragen haben Sie noch? Das ist ja eine deutsche Webseite, richtig? Genau, ja, das ist auf Deutsch. Ja, okay. Dann, und wo ist Ihr Hauptsitz dann? Auch in Deutschland? Also die Firma selbst ist in Großbritannien registriert, ja. Ich rufe Sie aber aus Berlin an. Wir haben die Büros in verschiedenen Städten der Europa. Ja gut, Das aber heißt, wenn Sie doch ja. in England den Hauptsitz haben, warum haben Sie dann eine Webseite aus Deutschland? Wir haben diese Seite übersetzt auf verschiedene Sprachen. Ja, das kann Ich man habe doch. Ihnen die deutsche Version zugeschickt, die Na, auf Deutsch ist. das ist ja nicht die verschiedene Sprache, das ist eine ganz andere Webseite dann. Das ist doch die dasselbe Seite, aber Sie können einfach die Sprache wählen. Nein, wenn es eine deutsche Webseite Oder was ist, meinen Sie? es ist eine deutsche Webseite, eine DE-Domain. Das kann ja nicht aus England sein. Das ist kein Domain. Doch natürlich ist es eine Domain. Eine Domain ist Das eine heißt Ihnen einfach. Webadresse. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja, gut. Und Es zeigt sich ja an, es ist. aus, weil die Seite, die ich Ihnen zugeschickt habe, ist auf die deutsche Sprache. Wenn Sie zum Beispiel die Sprache ändern an Englisch, ja, dann wird es ohne DE sein. Einfach Kreiskapital. Nein, DE-Domain ist eine Seite in Deutschland. Wenn es in England wäre, dann wäre es ja auch keine EN-Domain-Endung, sondern UK. Das ist, sehen Sie, die Seite hat nicht Punkt und DE, sondern Strich und DE. Das ist kein Domain. Verstehen Augenblick. Sie, was ich meine? Nee, momentan verstehe ich das noch nicht so. Und vor allem frage ich mich, warum antworten Sie dann von einer Gmail-Antwort und nicht von Ihrer? Das ist schon seltsam. Er kann gar nicht auch eine E-Mail zu schicken aus meiner Firmenadresse, Ja, das wäre seriös, wenn auf es jeden Fall. erfolgreich ist. Okay, weil ich verwende normalerweise ein paar E-Mails, ja, und für mich der bekannteste ist es natürlich Gmail. Wir arbeiten auch normalerweise jeden Tag mit Gmail und spielt nicht so große Rolle. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einfach so E-Mail zu schicken aus meiner Firmen-E-Mail-Adresse. Genau, das wäre schon mal gut. Das ist prima. Okay. Ja, gut, okay. Wenn Sie in England sitzen, das ist ja schon mal okay. Sie sagten, bekomme dann einen Finanzberater. Ist der erfahren? Ja. Nochmal. Ob der erfahren ist? Wie lange arbeitet der denn schon bei Ihnen? Oder wie lange gibt Na es klar, Ihre also Webseite denn schon? unsere Finanzberater haben schon große Erfahrung, ja, und normalerweise es ist also mindestens 3 Jahre als Finanzberater, als Trader. Das heißt, Ihre Firma ist auch schon 3 Jahre alt. Und Ihre. Genau, ja. Ah ja, wie lange gibt es Ihre Firma denn schon? Schon über 8 Jahre.
Über 8 Jahre. Genau. Ist ja komisch. Und der Finanzberater, welche Ausbildung hat der? Normalerweise haben die alle ökonomische Ausbildung, ja, aber auch, wie gesagt, da arbeiten die Leute, die einfach die gute Statistik gezeigt haben und die verstehen, was sie machen, ja, weil sie verstehen doch selber, dass in moderner Welt, ja, spielt die Ausbildung nicht so eine große Rolle, Na, gerade besonders im wenn Finanzbereich spielt die Ausbildung eine ganz große Rolle. Eine ganz, sie ganz müssen verstehen, große. dass, na klar, ich kann hier zustimmen. Aber ich wollte Sie einfach darauf betonen, dass wir nehmen die Leute, ja, die schon Erfahrung haben und die trainieren erfolgreich. Ja gut, aber ich möchte doch bitte nur mit einem Finanzberater arbeiten, der auch wirklich ausgebildet ist. Deswegen Ja, frage ich ja, wie er ausgebildet soviel ich ist. weiß, für diese Stelle als Finanzberater natürlich ist ökonomischer Ausbildung erfolgreich. Ja, was ist denn eine ökonomische Ausbildung? Das müssen Sie doch genauer verifizieren können. In einem Bereich von Ökonomie. Das ist ja sehr flach. Also, na gut, okay. Ist schon komisch. Aber dann habe ich noch mal eine Frage. Sie sagten, Ihre Firma ist 8 Jahre alt und Ihre Webseite auch, logischerweise, ne? Nochmal, ich habe akustisch nicht verstanden. Sie sagten, Ihre Firma ist 8 Jahre alt, richtig? Genau, Und ja. Ihre Webseite dementsprechend genauso alt, richtig? Das weiß ich leider nicht, weil wir haben wahrscheinlich auch die Seite geändert. So eine Frage kann ich leider nicht beantworten. Ich glaube ja. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Warum? Weil Ihre Webseite ist am 21.04.2022 gegründet worden, erstellt worden. Das sind Aha. 219 Tage alt. Okay, habe ich ihn verstanden. Ja. Und wie erklären Sie mir Ich das? bin nicht so lange bei der Arbeit, deswegen weiß ich nicht, vielleicht hatten wir früher die andere Seite. Ja gut, aber Sie haben doch gesagt, ja, welche Seite hatten Sie denn früher? Ich muss diese Frage noch präzisieren. Ja, welche Wenn Seite Sie mich hatten ein Sie bisschen Zeit früher? geben, das kann Ihnen also alle Informationen auf E-Mail nochmal zuschicken oder können wir Termin vereinbaren für die passende Zeit? Dann schicken Sie mir die Informationen, weil wenn ich bei Ihnen investieren soll, dann brauche ich schon eine sichere Information. Und Ja, momentan klingt das komisch. selbstverständlich. Momentan klingt es noch nicht so erschlüssig. Moment. Ja, Nein. ich verstehe, dass Sie irgendwelche Zweifel haben können. Naja gut, okay. Ja gut, dann wie Bin ich noch gesagt, da? dann schicken Sie mir einfach nochmal die neue E-Mail mit allen Informationen und dann können wir ja sehen, was davon wird. Okay, klar, habe ich verstanden, mache ich. Sehr schön. Gut, und dann, wie kommen wir jetzt nochmal zu den Einzahlungsmöglichkeiten? Welche hätte ich da? Also, ich habe schon gesagt, Sie haben die Möglichkeit, zum Beispiel mit Ihrer Kreditkarte die Einzahlung zu machen oder einfach per Überweisung, wenn Sie das brauchen. Ja gut, nee, also Kreditkarte habe ich keine, dann könnte ich das per Überweisung machen. Dann schicken Sie mir doch am besten gleich die Bankdaten mit. Okay, super, mache ich. Alles klar. Und dann würde ich mich bei Ihnen einfach nochmal Dann werden Sie melden. weiter in Kontakt bleiben per E-Mail, ja? Genau, dann mailen Sie mir das alles Super. zu und ich schaue mir das dann an und melde mich bei Ihnen und schreibe Ihnen eine Antwort darauf. Alles klar, super. Dann schönen Tag noch und bis gleich. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Natürlich hat mir dieser Betrüger keine Bankdaten geschickt und auch keine weiteren Informationen. Dem habe ich offensichtlich zu viele unangenehme Fragen gestellt. Nun denn, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.